Moin Freunde, herzlich willkommen zurück zu Metroid. Beim letzten Mal haben wir, naja, wir haben, wie ihr vielleicht noch wisst, wir haben gegen Kreid bzw. Kraid gekämpft. Aber das war nicht gerade erfolgsversprechend, beziehungsweise erfolgsversprechend war es in einer gewissen Form schon, aber der versprochene Erfolg ließ auf sich warten und hat sich am Ende auch nicht gezeigt. Das war sehr schade. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir immer noch ran müssen. Das heißt, jetzt muss ich wieder zeigen, dass ich gar nicht so scheiße bin, wie ich es beim letzten Mal präsentiert habe. Und was wahrscheinlich noch das größere Problem ist, ich muss erstmal auch noch alles nachspielen, was beim letzten Mal passiert ist, nachdem wir hier in dieser Speicherstation, wo wir gerade angefangen haben, waren. Weil Metroid natürlich jetzt nicht alles andere mitgenommen hat, was dazwischen geschehen ist. Das ist jetzt einfach eine traurige Geschichte, da kann man nichts machen, aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn für mich ist das jetzt wieder ein paar Tage her, die letzte Aufnahme, weil dann kann ich jetzt wunderbar nochmal rekapitulieren, was so passiert ist. Genau. Ja, wie gesagt, für mich ein paar Tage her, die Aufnahme war zwischendurch zu Hause. Ich hoffe, dass jetzt hier alle aufnahmetechnischen Probleme bereinigt sind, weil wir hatten ja, wie euch vielleicht aufgefallen ist, das Problem, dass teilweise die ersten paar Sekunden des Parts irgendwie fehlerhaft aufgenommen waren. Ich habe da mal gefragt, so ein paar Leute, die ich da kenne, was man da machen kann, aber die wussten da auch nicht so recht weiter. Deswegen habe ich jetzt einfach mal noch ein paar Probeaufnahmen gemacht, da war das alles wieder super. Und hoffe jetzt einfach, dass es jetzt in der richtigen Aufnahme auch wieder passt. Wenn nicht, müsst ihr es mir nachsehen. Und ich denke, das werdet ihr dann auch tun. Das Fiese an diesen Viechern ist ja, dass man denkt, man hätte sie schon besiegt und dann machen sie einen doch noch platt. Mach mal dein Auge auf. Achso, den muss ich mit Missiles anschießen, ne? Ja, der hat immerhin einiges gedroppt. Okay, Freunde, dieses Mal müssen wir aber auch Kraid hier erfolgreich besiegen, sonst wäre das traurig. Also, los geht's. Da ist er wieder. Der olle Riesen-Kraid. Der ist 100.000 Mal größer als im Originalspiel. Aber ich weiß ja jetzt auch zum Glück, wie er geht. Kann ich mich nicht da oben raufstellen? Oh, die Krallen kommen trotzdem. Das ist ja fies. Und dass ich den nur mit Missiles erwischen kann, ist auch fies. Okay, ich habe ihn aber dieses Mal schon bedeutend schneller seine andere Farbe zugewiesen. In dieser Farbe sieht er nicht unbedingt bedrohlicher aus, sondern finde ich bedeutend hässlicher und schwächer. Aber ich darf mich von der Farbe nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass das nicht der Fall ist, dass er jetzt schwächer ist, sondern er ist sogar noch stärker, weil er jetzt aus seinen Bauchnäbeln Krallen schießen kann. Ja, das klingt nach einem schlechten Porno, aber ist in diesem Fall tatsächlich nur die Spezialfähigkeit von Kraid. Naja. Ich bin gerade mega müde, Leute, aber das soll mich jetzt nicht daran hindern, einen Part aufzunehmen. Denn ich habe keine Parts mehr und muss entsprechend jetzt dringend ran. Och Leute, das war jetzt gemein. Der hätte doch auch treffen können jetzt. Aua. Der ist schon ein stärkerer Gegner. Ich meine auch, dass der in Metroid 1 der stärkere von den beiden Hauptgegnern war. Wenn man mal vom Endgegner natürlich absieht. Aber der war nicht unbedingt stark. Den fand ich auch gar nicht so stark, den Endgegner. Muss ich ehrlich sagen. Den habe ich damals auch als einzigen, glaube ich, auf Anhieb geschafft. Frech. Aber gut, das heißt ja nichts. Vielleicht war ich dann auch einfach schon durchtrainiert oder sonst was. Och, mach doch mal hier. So. Wieso macht das jetzt keinen Schaden mehr? So. Boah, jetzt wird er nochmal... Jetzt will er mir richtig Kartoffel geben, Leute. Das ist so frech. Boah, der ist echt gut, der Typ. Der hat's schon drauf, definitiv. Aber ich glaube, wenn die Krallen hier regelmäßig verschwinden, ist das gar nicht so schlimm. Oh Gott, jetzt komm schon. Jetzt komm schon. War er das? Das war's. Freunde, das war aber mal ein mega knapper Kampf, würde ich mal sagen, hier. Mit wenigen Leben überlebt und dadurch wird natürlich jetzt hier dieser Teil dieser Statue, der Kraid-Teil, wach. Und lässt uns später durch. Hier explodiert alles. Das ist Standard, weil Explosionen total geil und episch sind. Und ich kriege circa 90 Milliarden Leben. Grob geschätzt. Das freut mich natürlich, weil ich dadurch auch alles rekapitulieren kann. Freunde, ich bin stolz auf mich. Ich finde, meine Leistung war gar nicht so mies jetzt im zweiten Kampf. Und was kriege ich jetzt? Ich kriege den Speed Boost. Oh, yeah. Yeah, Booster, Speed Booster. Geile Scheiße. Der Speed Booster läuft, also ich soll laufen, bis ein Temposchub einsetzt, der bestimmte Blöcke sowie Gegner zerstören kann. Natürlich wieder ein Item, das so in dieser Form im Originalspiel nicht vorhanden war. Aber das ist ja mittlerweile belanglos, nicht wahr, Freunde?
Das ist ja hier völlig irrelevant. So, Leute. Ich will das jetzt ausprobieren. Wie geht das? Ich will das ausprobieren, Leute. Hä? Ich raff's nicht. Mach ich was falsch? Was mache ich denn falsch, Leute? Die Strecke muss ja wohl reichen. Also das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Und wie komme ich jetzt überhaupt wieder zurück? Dinge, die ich mir nicht erklären kann, Kapitel 7? Hä? Was will das Spiel jetzt gerade von mir, Leute? Ach, ich muss hier irgendwie diese Blöcke. Ja, dachte ich mir doch. Aber laufe, bis der Boost kommt. Muss ich jetzt diese ganze Strecke hier laufen? Na? Ja. Gut. Ich bin nur blöd. Und ich ramse einfach alles weg. Yeah. Okay, da ist echt cool, dieses Item, muss ich sagen. Die Idee ist zwar ein bisschen komisch, dass Samus mal eben alles in der Nähe wegramst. Aber gut, sie war ja auch lange unterwegs und deswegen ist das schon okay, weil die muss ja auch irgendwie ihren Gelüsten nachgehen, ne? Jetzt bin ich aber doch wieder bei Kraid. Da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Okay. Was ist jetzt hier gerade zu tun, Leute? Wie komme ich wieder weg? Ey, irgendwie verwirrt mich das Spiel gerade. Bin ich gerade nur blöd oder macht's das Spiel gerade unnötig kompliziert? Naja gut, dann ramse ich nochmal alles weg. Samus darf nochmal diese komischen kleinen Mistviecher da wegramsen. Kein Ding. Und jetzt reicht's hier. Jetzt gehe ich hier wieder durch. Ey, Moment mal. Aber hier konnte ich doch jetzt auch nicht weiter, oder? Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Das ist... Oh, das Spiel macht mich fertig, Leute. Wo muss ich denn jetzt hin? Also, beziehungsweise, wo kann ich überhaupt hin? Ich finde gar keinen Rückweg. Das ist das Schlimme. Aua. Und das war gemein. Hier geht's überall nicht lang. Den schlanden wir weg. Die können wir natürlich wieder wegschlanden, aber... Von da komme ich gerade. Hä, was? Wo lang soll ich denn jetzt hier, Freunde? Ich bin gerade leicht überfragt. Ich bin schwer überfragt. Kann ich hier irgendwas wegsprengen? Aber dann falle ich nur in die Lava, oder ist das wieder Fake-Lava? Ne, hier kann ich auch nichts wegsprengen. Und hier komme ich nur wieder zu Kraid. Ich meine, das Spiel will ja eindeutig von mir, dass ich diesen Ausgang, den ich hier gerade benommen habe, benutze. Oder ist da vielleicht links noch was? Ein geheimer Gang? Das kann ja sein. Nein, du sollst so rumrennen. Lauf, Samus. Nee, da ist nichts. Das wäre natürlich ein gutes Versteck gewesen, aber da ist in diesem Fall nichts. Aber dann muss doch hier irgendwo was sein. Ach, hier. Moin. Ja, da muss man aber auch erstmal... Nee, das war auch nicht das, was die mir jetzt... Ach Leute, ich bin so hoffnungslos überfragt. Das macht mich gerade echt kirre. Ich bin so stolz darauf, dass ich Kraid besiegt habe und jetzt kriege ich hier trotzdem nichts gebacken, weil ich nicht... Was soll denn der Mist? Ah, ah, ich reg mich jetzt auf. Ich komme hier ja auch nicht durch, oder mit Missiles? Ne, hier, wenn ich hier irgendwie lang könnte, dann wäre alles cool. Ach so. Aber kann ich das denn über einen Raum hinweg mitnehmen? Das ist jetzt die Frage. Da hätte ich natürlich auch drauf kommen können, Leute, dass ich da noch weiter ramsen muss. Aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich das über ein Zimmer hinweg mitnehmen kann, Leute. Ich bin ganz ehrlich. Aber offenbar ist das kein Problem. Und ziemlich cool. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Oh nee, wieder so ein Turm. So einen gab es auch in Metroid 1 und da habe ich mich irgendwann mal richtig fies festgebackt. Das war echt nicht schön. Beziehungsweise nicht festgebackt, sondern bin halt einfach irgendwie durch die Wurst gedreht worden, weil ich dazwischen in einem sich selber regenerierenden Block stand. Nein, und das ist auch nicht schön hier, was das Vieh jetzt mit mir macht. Aber hier tun die Blöcke einem wenigstens nicht weh, wenn sie sich über einem regenerieren. Jetzt komme ich hier auch rauf, ne? Och, ist das lästig, Jungs.
Sowas finde ich ja ganz doof. Aber jetzt haben wir es auch. Leute, gehe ich jetzt nach links? Ja, ich gehe nach links. Natürlich gehe ich nach links. Hier führt sicher irgendwo an einen spannenden Ort. Oh. In einen Lavasturm. Nicht unbedingt mein Ding. Gehe ich wieder schnell wieder weg. Das ist mir ein bisschen zu heiß hier. Nein. Nein. Das war nicht so klug, Scully. Das war sogar verdammt scheiße. Naja, ich bin halt ein dummer Idiot, Freunde. Tut mir leid. Kommt vor. Aber immerhin schaffe ich es diesmal ein bisschen schneller hier rum. So. Bitte einmal Blöcke regenerieren. Naja, aber nicht die weglassen, die ich wirklich brauche. Komme ich hier denn hoch? Das müsste ja eigentlich gehen, ne? Ach, ist das lästig, Jungs. Was ist hier rechts? Hier ist eine Speicherstation. Das freut mich doch erstmal. Wenn ich jetzt also draufgehen sollte, habe ich auf jeden Fall Crate besiegt. Sehr schön. Und dann verlassen wir wahrscheinlich jetzt auch Crates Lair, oder? Fehlt hier noch irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier geht's auf jeden Fall noch durch. Ich brauche ganz offen... Oh Gott. Nein. Was? Und dann komme ich hier wieder raus. Boah, das war ja... Jetzt habe ich einmal gerade die Wurstpresse live miterlebt, praktisch. Das war nicht schön, Leute. Das war nicht ganz mein Plan. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Zum Glück, ja. Also, ich muss wahrscheinlich andersrum da ranspringen, damit ich die Viecher hinter mir erledigen kann. So praktisch. Ja. Das reicht uns nicht. Wieso komme ich denn immer wieder hier raus? Was ist denn das für ein Mist? Oh je. Das ist jetzt mal wirklich... Das ist total geil, aber es ist gemein. Das ist so das Schlimme. Ich kann diesem Spiel das nicht übel nehmen, weil die Idee total super ist, aber auf der anderen Seite ist sie auch wiederum gemein. Muss ich jetzt mit Missiles einfach da drauf ballern? Ja, das ist wohl am sinnvollsten. Okay, hätten wir. Schnell weg hier. Ach ja, hier war ich ja schon mal im Prinzip. So, fehlt denn jetzt noch was? Es gibt natürlich noch jede Menge Orte, die ich mal gesehen habe, wo es solche durchrennbaren Blöcke gab. Aber ich habe doch keine Ahnung mehr, was ich da jetzt soll. Also höchstens ganz unten. Hier gab es, glaube ich, noch einen. Wenn ich hier... Oh Gott. Du Viech solltest jetzt erstmal weggeschlandet werden. Wenn ich hier rechts reingehe, genau. So. Ich glaube, da war einer. Nicht hier, sondern... Hier rechts. Oder irre ich mich jetzt? War hier nicht sowas? Bin ich jetzt doof? Wie komme ich hier denn sonst lang? Ach nee, ich glaube, hier war ich schon mal. Hier gibt's gar nichts Spannendes. Oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Aber ich nehme an, dass wir tatsächlich jetzt hier nicht unbedingt lang müssen. Ach, so geht's nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Nee, hier müssen wir wahrscheinlich nicht lang, Leute. Nun gut. Dann gehen wir halt mal wieder nach Norfair. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da lang müssen. Weil Norfair zumindest im Originalspiel noch bedeutend wichtiger war als das bisschen, was wir schon erlebt haben. Ich würde sagen, ich gehe mal so Richtung Norfair jetzt noch. Aber dann ist auch dieser Part gleich wieder vorbei. Weg. Weg. Und du so... Sowieso. Ja, aber trotzdem, ich hab... Jetzt wäre mal so ein Moment, wo ich wirklich Bock darauf hätte, dass mir das Spiel sagt, wo ich lang muss, weil ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt, wo ich lang konnte mit diesem Speed-Teil. Wenn ich das jetzt nicht aufgenommen hätte, hätte ich das vielleicht noch getan, aber so jetzt nicht. So nicht, Freundchen. Jetzt schauen wir mal. Da habe ich auf jeden Fall schon einen Missile-Container mitgenommen. Jungs, schiebt einen coolen. Ich habe gerade keine Lust, mit euch zu spielen. Ihr seid mir ein bisschen zu haarig und zu grün. Wobei ich jetzt nichts gegen grüne, behaarte Menschen sagen möchte, ne? Nö, will ich nicht. Aber das sind ja auch keine Menschen. Wir fahren hier mal rauf. Und gucken mal, ob wir in Brinster weiterkommen. Wahrscheinlich müssen wir in Brinster weiter, sonst würde diese Zwischensequenz nicht kommen. Was ist das denn jetzt? Das sind zwei grüne Spermien, die Ridley angreifen wollen. Ridley sieht ein bisschen aus wie der schwarze Rotaugendrache von Joey Wheeler. Nur, dass er eigentlich aus Metall besteht. Und jetzt fliegt dann lila Wal durchs Bild. Und die Moral von der Geschichte ist, nimm nicht so viele Drogen.
Jo. Aha. Die Explosion bei Crate hat genau das hier bewirkt. Ich sehe schon. Hier geht's lang. Tja, so einfach wird's einem hier gemacht. Und hier kriegt man direkt eine Message, wo man lang muss. Wie praktisch aber auch, ne? Ja, aber an dieser Stelle bin ich dem da gar nicht so böse. Wetten, ich muss nach Norfair? Ja, wusste ich doch. Hab ich doch gesagt. Norfair ist nämlich das Areal, wo wir jetzt lang können. Also zumindest eines der Areale, wo wir jetzt lang können. Tja, Freunde. Sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Ich wusste Bescheid. Gut, aber ich denke, dann nach Norfair machen wir uns wirklich erst beim nächsten Mal auf. Das ist ja jetzt eine ganz schöne Ambition, die wir fürs nächste Mal haben. Wenn ihr jetzt noch Anmerkungen zu diesem Video habt, würde ich mich über Kommentare freuen oder natürlich immer auch über Bewertungen. Und ich hoffe, euch auch beim nächsten Mal wieder zu diesem Projekt begrüßen zu können. Macht's gut und bis denne, euer Scully der Rallye.